ist ziemlich lange Pfeffer da. Ja. Gute 2 Kilo hat er sowieso ein Gletscher, der ist gut. Kommt es nicht darauf an, ob er sich selbst befreit oder ob ich ihn befreie. Wir schauen, wie ich da durchkomme. Wenn ich komme hier, werde ich den Fisch schön landen. Schwimm dahin, kehr heim in dein Reich. Wir fahren jetzt das kleine flussartige Zwischenstück zwischen dem Lago Cochran Pequeño und dem richtigen Lago Cochran Grande. Ein bisschen aufwärts. Chavales, esa está bonita. Ja, komm her denn her. Aha. Jetzt kommt die Krautphase. Einen.
Fuß. Jetzt fangt's mal an. Wenn man die Rutsche in den Staubereich übergeht. Hier am Unterlauf ist Rio Raful, wo schon erkennbar ist, dass das in den Staubereich übergeht. Nicht der Raful ist der geschaute Fluss, sondern der Limay, in dem da draußen bei dem Ort La Confluencia der Raful in den Rio Limay mündet. Ich Eindruck, Wildkämpfe niedergelassen. Anzusprechen, wo die großen Fische stehen. Volker auf der Suche nach dem großen Fisch. Der Pool sieht sehr vielversprechend aus.